Cyberport präsentiert das Convertible Asus ZenBook Flip 14. Das aktuelle ZenBook Flip möchte neben seiner Flexibilität auch durch seine Ausstattung punkten. Auf dem Papier sind einige Highlights des kompakten Geräts ablesbar, darunter das erstklassige OLED-Display und die AMD-Hardware im Inneren. Welches Ergebnis das Convertible in unserem Test erzielt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Unser Testmodell ist 31,1 cm breit, 16 cm tief und 1,6 cm hoch. Insgesamt bringt das Convertible 1,4 kg auf die Waage. Das Display misst in unserer Ausführung 14 Zoll bei einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln. In der Basiseinheit arbeitet ein AMD Ryzen 9 5900 HX8-Kernprozessor. Im Grundtakt liefern die Efficiency-Kerne 3,3 GHz und im Turbo Boost bis zu 4,6 GHz. Ergänzt wird die CPU durch 16 GB LPDDR4X Arbeitsspeicher. Eure Daten und Anwendungen werden auf einer 512 GB großen SSD gespeichert. Beim Anheben des Asus ZenBook Flip 14 fallen zwei Dinge sehr schnell auf. Die 1,4 Kilogramm fühlen sich in den Händen angenehm und leicht an. Andererseits fällt die Kantenhöhe mit 1,6 cm extrem schmal aus. Am Gehäuse sehen wir viel Liebe fürs Detail. Auf dem Displaydeckel finden wir das Asus-Logo, wobei sich das gebürstete Design kreisförmig um das Logo zieht. Convertible-typisch könnt ihr das Flip ganz normal als Laptop einsetzen oder zwischen Tablet-, Zelt- und Standmodus wählen. Die 360-Grad aufklappbaren Scharniere machen einen sehr guten Job, wippen aber im Standmodus etwas nach. Das ist nicht außergewöhnlich und trotzdem klasse gemacht. Das Display ist definitiv ein Highlight des ZenBook Flip. 14 Zoll groß ist das OLED Touch Panel und liefert eine Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln, entspricht also 3K-Qualität. Neben den kräftigen Farben und sehr scharfen Bildern kommt eine Pixeldichte von 242 ppi und eine Bildwiederholrate von 90 Hz hinzu. Die Qualität zeigt sich aber erst bei der Farbraumabdeckung. Sowohl sRGB, Adobe RGB als auch DCI-P3 werden vollständig abgedeckt. Hier ist das Flip 14 nicht nur flexibel beim Aufstellen, sondern auch perfekt für kreative Arbeiten wie Bildbearbeitung. Die maximale Helligkeit des Bildschirms beträgt 550 Candela pro Quadratmeter. Absolut spitze! Zur Performance. Das ZenBook Flip wird von einem AMD Ryzen 9 5900 HX8-Kernprozessor angetrieben. Den Zen-3-Kernen stehen 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Für Surfen, Multitasking und Arbeiten seid ihr damit sehr gut ausgestattet. Die Ausrichtung des Convertibles geht dabei über eine Workstation hinaus. In Kombination aus Display und Chipsatz bietet sich das Gerät besonders für kreative Anwendungen wie Grafikdesign oder Videobearbeitung an. Klare Limitierungen werden euch allerdings bei der verbauten Grafikleistung gesetzt. Verbaut wird eine AMD Radeon Laptop GPU. Ältere Spieletitel auf reduzierter Grafikeinstellung sind damit machbar, aber große Sprünge solltet ihr vom integrierten Grafikchip nicht erwarten. Als Betriebssystem findet ihr auf dem ZenBook Flip das vorinstallierte Windows 11 Home vor. Wir vergeben gerade noch einen Daumen nach oben. Durch die schmale Basiseinheit fallen die Anschlüsse übersichtlich aus. Auf der linken Seite stehen euch ein USB-A 3.2 Anschluss, eine 3,5 mm Audiobuchse und ein Micro-SD-Kartenleser zur Verfügung. Gegenüber befinden sich ein HDMI 2.0 Port und zwei USB-C 3.2 Anschlüsse inklusive DisplayPort und Power Delivery. Auf eine Thunderbolt-Schnittstelle müsst ihr leider verzichten. Bei den kabellosen Verbindungen stehen Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Knappes, gutes Ergebnis. Zur Peripherie. Als Tastatur finden wir die hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur. Oberhalb des Bildschirms überträgt die Webcam eure Videocalls in 720p-Qualität. Ein von Asus etabliertes cleveres Detail ist das Nummernpad 2.0, was im Trackpad integriert ist und sich über das Symbol innerhalb des Trackpad aktivieren lässt. Rechts oben befindet sich der Power-Button inklusive Fingerabdrucksensor.
Auf der Tastatur könnt ihr bequem längere Texte tippen, wobei der Tastenhub mit 1,4 mm und klarem Druckpunkt einen guten Eindruck hinterlässt. Als Zubehör könnt ihr den Asus Stylus Pen erwerben. Daumen hoch! Die Emissionen. Das sehr dünne Gehäuse macht das Asus ZenBook Flip 14 auch anfälliger für Hitzeentwicklungen. Die Lüfter bleiben im Alltag eher unauffällig, stoßen aber bei rechenintensiven Anwendungen hörbar an ihre maximale Kapazität. Dementsprechend steigen die Temperaturen unter voller Last auf der Unterseite auch gerne mal etwas über 50 Grad Celsius. Mit Blick auf die Ausrichtung als Allround-Convertible mit kreativem Touch ist das auch nicht unbedingt überraschend, aber ausbaufähig. Wir vergeben ein Gut. Der 63-Wattstunden Akku ist gut dimensioniert, um OLED-Display und die Hardware ausreichend zu versorgen. Beim Surfen mit reduzierter Helligkeit kommt ihr trotzdem auf etwas über 8 Stunden Akkulaufzeit. Unter Last sind es dann nur noch 2 Stunden. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls an Bord. Für eine vollständige Aufladung benötigt ihr ca. 2 Stunden. Daumen hoch! Unser Fazit. Asus ist mit dem aktuellen ZenBook Flip 14 ein äußerst vielseitiges und leistungsstarkes Gerät gelungen. Unsere Highlights sind das 3K OLED-Display, die clevere Peripherie und ausgezeichnete CPU. Klar hätten wir uns mehr Grafikleistung gewünscht. Für das niedrige Gewicht, die hohe Akkulaufzeit und Flexibilität ist das aber verschmerzbar. Erst recht bei einem Preis von aktuell unter 1000 Euro. Wir vergeben 4,5 von 5 Cyberstars.